Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Adobe Live vom Sofa. Einen herzlichen Glückwunsch an euch alle. Wir haben heute unseren 70. Stream und vor allem Glückwunsch an euch alle, die ihr eingeschaltet habt, denn unseren Gast, den wir heute dabei haben, den wollt ihr wirklich nicht verpassen. Ich freue mich total auf das Gespräch heute mit Roman Klonig. Herzlich willkommen, Roman. Hallo, danke Julia, ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten. Ich bin total fasziniert von deinen Arbeiten. Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht nimmst du dir kurz Zeit, erklärst uns mal, wer du bist, woher du kommst und wie deine Arbeiten so aussehen. Okay. Mein Name ist Roman Klonig. Ich wohne schon seit vielen Jahren in Düsseldorf. Ich bin hier in den 90ern zum Studieren hergezogen und dann anschließend hier hängen geblieben. Ich habe visuelle Kommunikation studiert. Auch in Düsseldorf, ja? In Düsseldorf, genau. Mhm. Habe dann im Studium mit dem Holzschnitt begonnen. Also da wurde mal ein Kurs angeboten, da habe ich teilgenommen und habe ziemlich schnell gemerkt, dass das ein perfektes Medium für mich ist. Ja. Bin seitdem dabei geblieben und würde mich jetzt in erster Linie als Holzschnitzer und Holzdrucker bezeichnen. Mhm. Denn ich mache in erster Linie Holzschnitze, Holzdrucke. Ohne dass mich jemand dafür beauftragt. Also ich bin Freier. Selber. Freier Holzschnittarbeiter. Genau. Und nutze dafür auch sehr stark das Programm Illustrator. Deswegen bin ich, glaube ich, auch hier bei diesem Tutorial oder bei diesem. Ich bin Film. Da auch schon ehrlich ziemlich gespannt darüber. Ich glaube, bisher habe ich noch nie gesehen, dass jemand den Weg beziehungsweise du gehst in deinem Workflow einen interessanten Weg. Du fängst analog an, glaube ich. Dann gehst du ins Digitale und dann gehst du wieder zurück ins Analoge. Das stimmt. Analog, digital, analog. So ist das. Das finde ich total interessant. Das habe ich, glaube ich, noch nirgendwo so gesehen. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht im Stream. Es ist immer eher so, dass alle analog anfangen und dann im Digitalen irgendwie enden und dann eventuell drucken, aber glaube ich nicht von Hand, sondern eher, dass eben an eine Produktion weitergehen. Das stimmt. Das ist so interessant bei dir. Früher bei den CDs gab es immer so eine Buchstabenkombination, AAD oder ADA, ich weiß nicht, ob das noch jemand weiß. Damit waren immer die einzelnen Produktionsschritte gemeint. So genau. Analog aufgenommen, dann digital abgemischt und digital ausgespielt. Am Ende war es natürlich immer digital. Genau. Das stimmt, bei mir wäre das analog, digital, analog gewissermaßen. Ja. Okay, das Digital ist ein sehr wichtiger Zwischenschritt. Aber noch wichtiger für mich ist natürlich das Anfangsmaterial, also die Zeichnungen. Also damit würde ich auch ganz gerne beginnen. Deswegen ist das hier auch gleich auf dem Startbildschirm zu sehen. Sieht man jetzt auch schon, glaube ich. Da möchten dir übrigens ganz viele Leute Hallo sagen. Und unser Chat ist schon super voll. Einen guten Morgen an Kerstin, Rudolf, Barbara. Alle sagen Hallo und Glückwunsch zum 70. Stream. Du bist ja unser Jubiläumsgast. Finde ich großartig. Kathi, hallo. Jutta ist da. Merle sagt schon Hallo, ich nutze die Zeit des Livestreams zum Illustrieren. Noch jemand? Ich glaube, da wirst du heute gut inspiriert werden, wenn du die Sachen gleich siehst, die der Roman macht. Ich bin auch schon ganz gespannt. Die Sachen, die ich eben schon von dir gesehen habe, die kurzen Einblicke, die haben schon in mir das Gefühl ausgelöst, ich muss mich heute Abend auch aufs Sofa legen und unbedingt so zeichnen, wie du das machst. Ich weiß gar nicht, sehen wir deinen Screen schon? Ansonsten gehen wir... Aber immer, dann gehen wir einfach mal hin und erklären uns doch einfach mal, was wir da gerade absolut Cooles sehen. Naja, also ich habe mal ein paar Seiten von meinem Skizzenbuch eingescannt bzw. abfotografiert, um vielleicht mal so zu zeigen, wie meine Vorgehensweise ist. Ich muss dazu sagen, ich kritzel ziemlich viel jeden Tag, möglichst 1, 2, 3 Doppelseiten voll. So eine Art Konditionstraining für mich. Mhm. Wobei es mir absolut nicht darauf ankommt, was Originelles zu zeichnen, sondern in erster Linie Material zu sammeln. Also ich hau wirklich ganz gerne diese Seiten einfach voll und möglichst absichtslos. Gerne beim Zeichnen, gerne beim Fernsehgucken und auch, also ich lasse meine Hand am liebsten selber arbeiten, also ohne dass ich das jetzt mit meinem Verstand so beeinflussen würde, was ich da mache. Ja. Genau, so ein bisschen wie automatisches Zeichnen, würde ich sagen. Also es wird einfach eine Seite vollgekritzelt mit irgendeiner ganz flüchtigen Assoziation, die ich habe, wird dann weitergezeichnet und so. Oftmals entstehen dann so eine Art Gesichter oder Teile von Gesichtern oder auch irgendwas Organisches, Pflanzliches, irgendwelche Linien, irgendwelche Gebilde.
Das ist ja spannend, weil du lässt ja im Grunde nur Formen entstehen, aber das, was du am Ende darin erkennst, ist ja dann wieder dein Bewusstsein, was versucht quasi darin zu erkennen. Eventuell, wobei ich das versuche wirklich zu überlisten während des Zeichnen. Ich will einfach so eine Seite vollkriegen und will die auch gar nicht bewerten. Mhm. Und habe auch selber sehr wenig Respekt vor diesen Zeichnungen, denn ich blätter auch ganz gerne mal wieder ein paar Seiten zurück und kritzel was drüber, weil ich dann wieder mit einem anderen Gedankenspielraum was Neues assoziiere zu den alten Sachen, von denen ich gar nicht mehr weiß, welche Gedanken ich damals hatte. Und so entstehen dann neue Bildkombinationen oder erstmal so oder Bildelementkombinationen. Und man kann sich vorstellen, im Laufe der Zeit entstehen wahnsinnig viel von diesen Kritzelblättern. Das ist auch nicht nur im Skizzenbuch, das ist auch auf diesen Blättern, die ich hier vor mir liegen habe, wenn ich hier tagsüber mal am Computer sitze oder auch mal in einer Zeitschrift, die ich lese. Ja. Also ich habe ganz stark dieses Bedürfnis, einfach wahrscheinlich auch durch Gewohnheit immer irgendwas sichtbar zu machen, was sich eigentlich gar nicht richtig sichtbar machen lässt. Hast du da auch manchmal das Gefühl, dass du da was verarbeitest? Will ich gar nicht so hinterfragen. Kann gut sein. Ich hab ein Bedürfnis, viel zu zeichnen und wo das herkommt. Vielleicht, wenn ich wüsste, wo es herkommt, würde ich es nicht mehr machen. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Ja, dann ist ja wieder die Bewertungsebene da. Ich das gar nicht so sehr. Hauptsache, ich habe viel Material. Also darauf kommt es mir an. Mhm. Wie gesagt, und dann gelingt es mir meistens, wenn ich mein Skizzenheft durchblätter und mir bestimmte Bereiche angucke, so kleine Stellen zu entdecken, die ich interessant finde. Und die ich dann extrahiere und sammle, nochmal gesondert sammle. Mhm. Und aus diesen einzelnen Bildelementen können dann eventuell neue Bilder entstehen, die dann als Vorlage für einen Holzdruck dienen. Ja. Muss auch nicht unbedingt sein, das ist auch erstmal so ein Try and Error. Ich fasse zusammen. Es kommt relativ selten vor, dass im Skizzenheft schon eine fertige Bildidee entsteht. Also ansatzweise vielleicht schon, und ich zeige nachher ein Beispiel, da war das so, das habe ich genommen, weil es anhand dieses Beispiels, glaube ich, ganz gut zu erklären ist, wie dann ein Holzdruck entsteht. Aber meistens sind die Sachen so ein bisschen zusammenhangslos. Und mein Anspruch ist es, die passenden Bildelemente zusammenzufügen und so eine Stimmung entstehen zu lassen, dass da etwas auf merkwürdige Weise zusammengehört und so eine Art sonderbare Stimmung erzeugt, die ich sehr gerne habe in meinen Bildern. Genau, ja, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Kann niemals bis zum Ende erklärbar sein, aber es soll immer was mitschwingen, ob es jetzt eine einzelne Person ist, ein Charakter, sagen wir mal, oder eine Kombination aus Charakteren, eine Interaktion, eine Szenerie. Oder auch einfach nur Gebilde, die irgendwas eine abstrakte Bildkomposition ergeben. So etwas muss es irgendwie ergeben. Und wichtig für mich ist dabei, sehr viel Bildmaterial zu haben. Mhm. Ich möchte einfach, dass mir was ins Auge springt, auch ganz plötzlich. Also vielleicht nicht beim Zeichnen, sondern wenn ich mein altes Skizzen, also ich habe wirklich einen Stapel Skizzenbücher, mein altes Skizzen nehme, das aufschlage und denke mir, ach, guck mal an. Das ist mit dem jetzt hier kombinierbar und so weiter. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich unglaublich viel Spaß macht, so zu arbeiten. Durchaus, ja, klar. Also es ist schon ein sehr starkes Bedürfnis geworden, auch zu zeichnen. Ja. Also ich werde ein bisschen verrückt, wenn ich nicht die Möglichkeit habe. Das glaube ich gerne, ja. Wenn mein Kuli beispielsweise alle ist und es ist kein anderer da. dann brauche ich schnell irgendwas. Aber ja, das ist notfalls ein Edding. Das ist scheinbar die einzige Blockade, die du hast, dass einfach mal ein Stift nicht verfügbar ist. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, dass du das einfach alles so aufs Papier fließen lässt, was dir einfällt. Und das finde ich einfach total faszinierend. Und ich habe es ja eben schon gesagt, das Gefühl, was ich habe, wenn ich deine Arbeiten angucke, ist so eine angenehme Befremdlichkeit. Und ich glaube, du hast das Ähnliches benutzt, ein Wort Merkwürdigkeit, ja? So ein Merkwürdigkeitsfaktor. Und ich habe mir vorhin auf deiner Website die Videos angeschaut, die da sind. Die möchte ich euch allen nur unbedingt ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Vielleicht kann Tim mal den Link zu deiner Website in den Chat posten. Mhm. Da sprichst du in einem Video von dem, das Wort habe ich so noch nie gehört, aber ich fand es total faszinierend. Du hast gesagt, Merkwürdigkeitsverstärker. Ah, ja. Das fand ich total faszinierend. Die Sachen, die du da machst, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber wenn ich sie mir angucke,
bin ich einfach nur fasziniert davon, wie fremdartig das ist und wie interessant und spannend, wirklich. Ja. Ah, okay. Also tatsächlich, ich glaube, ich denke mal, das war in Bezug auf das Russische und das Japanische, das genau. Ich ganz gerne verwende in den Bildern. Ja. Das heißt, sind, die Kombination von deinen Zeichnungen mit Typografie. Ja, ja. Das stimmt. Vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen und das habe ich ja vorhin schon erzählt, ich bin ja in Polen geboren, in Katowice, dann mit 3,5 Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland gezogen und dann haben meine Eltern aber beschlossen, kein Polnisch mehr zu reden. Das heißt, leider habe ich das dann verlernt, was ich mit 3,5 durchaus konnte. Ich kann es auch nicht mehr so richtig wachkitzeln, muss ich feststellen oder weiß ich nicht. Aber interessant ist, finde ich, dass wenn ich nach Polen reise, kommt es mir so ein bisschen vertraut vor dort. Ja. Es ist schon ein bisschen seltsam. Es ist eine vertraute Fremde, obwohl ich da natürlich nur die ersten 3,5 Jahre meines Lebens verbracht habe. Und das ist, finde ich, immer wieder ein komisches, faszinierendes und fast schon so ein bisschen beflügelndes Gefühl sogar, dass ich ganz gerne habe und dass ich geradezu suche und dass ich auch in anderen Zusammenhängen entdeckt habe und das ist vielleicht auch in dem Zusammenhang interessant, weil du ja eigentlich von zwei Emotionen sprichst, die sich widersprechen. Du hast das Gefühl von Vertrautheit, aber auch von Fremde. Und dieser Widerspruch ist ja auch irgendwie so eine Dynamik, wo man sagt, das zieht genau. In beide Richtungen. Ja, ja. Es genau, ist interessant sind ja immer die Widersprüche. Genau, es ja, genau. Ist ein Paradoxum. Und ja, ich denke mal, das ist ein Grund, warum ich angefangen habe, diese fremdartigen Schriften einzubauen in die Bilder. Also es ging los, dass ich im Studium schon mit einem Freund, der auch viel gezeichnet hat, eine Woche in Moskau war und wir haben rumgezeichnet, da auch Cafés und so. Und da habe ich angefangen, das Kyrillische einzubauen und fand das so passend zu meinen Zeichnungen. Ja. Und bin dann da so ein bisschen dabei geblieben. Und dann muss ich noch erzählen, dass ich auch in Japan war und bin da rumgelaufen. Ich war alleine da, ich bin ein paar Tage durch Tokio gelaufen und ich fand es so faszinierend, da rumzulaufen und nicht zu verlaufen. Ja, lass zu sein. Ja? Also, genau, und man ist dann ja Analphabet und diese Schriften, die man überall sieht, verstärken das Gefühl von Fremdheit nochmal ganz stark, ja. Finde ich. Also das ist... ja, das ist dann schon der Merkwürdigkeitsverstärker. Genau. Die brauche ich ganz gerne. Einfach diese Stimmung möchte ich auch ganz gerne erzeugen. Wenn es mir gelingt, das mit Schriften zu verstärken, dann mache ich das eben ganz gerne. Also vielleicht, damit alle mal einen Eindruck bekommen, wovon wir hier eigentlich sprechen, vielleicht kannst du mal kurz dein Instagram öffnen oder deine Portfolio-Webseite, dann, dass wir mal einen Blick werfen können auf deine Arbeiten. Okay, also hier sind so ein paar... Ja, einfach, ich finde es großartig, weil das wäre mir einfach nie eingefallen und ich habe es auch noch nirgendwo gesehen. Ja. Es ist einfach faszinierend, finde ich. Ja, das wäre vielleicht sogar auch direkt ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür von so Bildelementen, die zusammengefügt eine stimmige Szenerie ergeben. Ja. Meiner Meinung nach. So ein bisschen so eine unheimliche Stadtstimmung. Ja, ja. Und da muss es, das ist also quasi so passiert, du zeichnest also, du siehst all diese Elemente und dann nimmst du dir aus all deinem Fundus, deinem Archiv an Bildmaterial, ja, kombinierst du quasi dann diese Komposition zusammen. Passiert oft so, ja, genau. Also, ja, das passiert tatsächlich oft so. Also oftmals rudimentär sind diese Bildkombination manchmal schon vorhanden. Also so zwei, drei Elemente sind manchmal schon da. Da muss noch was hinzugefügt werden. Mhm. Also so etwas oft. Manchmal ist auch gar nichts da. Manchmal entsteht das auch wirklich sehr, sehr langsam. Da ich, wie gesagt, keinen Auftrag habe und keine Deadline habe, versanden viele Ideen auch. Mhm. Sind dann aber nicht ganz weg. Also dann kann ich dann ja auch wirklich auch Jahre später nochmal in eine alte Datei gucken. Ja. Kann das dann wieder zum Leben erwecken? So, ach, guck mal, da bin ich jetzt hier hängen geblieben, aber jetzt habe ich gerade wieder eine weiterführende Idee dazu. Jetzt mache ich doch mal weiter. Füge dieses Bildelement, nimm das da raus, weil ich gerade feststelle, ach, guck mal, das passt jetzt hier ganz gut rein. Und ja. So. Wie gesagt, wichtig ist, das muss eine gewisse Stimmigkeit ergeben. Das kann jetzt irgendwie keine beliebige Zusammenfügung von Elementen sein. Aber aufgrund des vielen Materials kommen die eigentlich auch immer zustande. Ja. So eine Stimmigkeit. Also da wird das Bildmaterial hoffentlich nie ausgehen. Ja.
Das ist eine gute Art, dich selbst mit Material zu versorgen, einfach, indem du da die ganze Zeit zeichnest. Denke ich schon. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut für die Gesundheit so und für den eigenen Kopf. Wahrscheinlich schon. Ich kann ja mal zeigen, hier, also ich habe das hier diese zwei Zeichnungen, die habe ich mal auf so eine Ebene in Illustrator gelegt. Mhm. Wenn ich jetzt hier mal so zurückzoome, habe ich noch ein bisschen mehr Zeichnungen. Mhm. Auch so die verschiedenen, man sieht fast schon so ein bisschen so verschiedene Tagesstimmungen. Ja, ist das so. Diesen Zeichnungen widerspiegeln. Also manchmal sind die auch wirklich sehr öde und dann kann ich auch gar nichts damit anfangen. Ja. Aber die sind dann wahrscheinlich auch notwendig, um dann ab und zu mal auch... Richtig, nicht wahr? Das ist eben, das gehört auch einfach dazu. Gehört auch dazu, auf jeden Fall. Das muss man immer in Kauf nehmen. Also, das ist so cool, also ich würde durchaus sagen, dass 95 oder sogar noch mehr Prozent Schrott sind von dem. Aber es ist halt notwendig, um diese paar Sachen, die ich dann gebrauchen kann, rausfiltern zu können. Oftmals auch, wenn hier so ein Ansatz von einer Idee da ist, wird die leicht abgeändert, kombiniert oder so, bis ich denke, da kommt jetzt vielleicht ein ganz interessanter Gesichtsausdruck bei raus. Mhm. Das kann sich dann auch so über mehrere Seiten erstrecken oder hört auch wieder auf oder kann dann auch später wieder aufgenommen werden. Also wenn ich das jetzt heft, hier ist noch ein bisschen Platz, wenn ich das jetzt wieder so in die Finger bekommen würde, könnte ich durchaus weitermachen hier in diesem Modus oder versuche mich dann wieder in diesen Modus reinzuversetzen. Ja. Mal ist es ein bisschen eckiger, mal ist es ein bisschen runder und so. Das ist dann auch scheinbar ein bisschen von der Tagesstimmung abhängig, in welche Richtung so eine Zeichnung geht. So, jetzt mache ich mal... Also man sieht jetzt hier, wenn ich hier so zurückzoome, schon, dass ich die gesamte Fläche, Arbeitsfläche, die im Illustrator aufzuziehen geht, nutze. Wenn ich jetzt hier mal die Ebene aufmache, auf der die Vektorgrafiken sind, dauert das direkt ein bisschen. Moment, ja. Man sieht direkt, es ist ähnlich chaotisch wie die Skizzenhefte. Du hast da so einen richtigen Spielplatz dir gebaut mit wie ein großer Tisch mit vielen kleinen Puzzleteilen, die ich so nach Belieben hin und her schieben kann, um halt sehr schnell auch möglichst hin und her springen zu können und das Bild elementieren zu schieben oder dahin zu schieben, um halt eine stimmige Komposition hinzubekommen. Total cool. So einen Workflow habe ich noch nie gesehen, aber ich finde es unglaublich kreativ, wie du arbeitest. Ja. Man sieht hier die eigentliche Zeichenfläche, die ist aber eigentlich ziemlich irrelevant. Ja, die ist egal. Die ist echt egal. Also wichtig ist auch, dass sie schnell hin und her schieben können und so. Also ich bastel beispielsweise, ich zoome mal hier mal ran. Ach, cool. Ach, Wahnsinn. Hier so eine schnelle Kritzelung und dann... Man sieht, dass ich dann in Illustrator auch so ein bisschen nachbessern muss und dass es auch so ein bisschen Schwebe ist, was ich da nachbaue, so ungefähr. Dann baue ich hier so eine Art Charakter und habe dann erstmal so einen Ausgangspunkt. Also ähnlich wie bei den Skizzenheftzeichnungen ist das hier mit dieser Vektorzeichnung auch. Habe erstmal einen Ausgangspunkt. Meistens baue ich dann ziemlich schnell so einen Rahmen drum, indem ich hier einfach so weiße Balken dran setze. Zack, so rumgebaut, womit ich das Bild dann noch ein bisschen vergrößern und verkleinern kann. Also ich muss da nicht extra immer hier so mir einen Rahmen einstellen. Einfach hier so mit vier Balken. Wäre da nicht eine Maske auch interessant für dich eigentlich? Bitte was? Eine Maske, um die Ebene zu maskieren und einen Rahmen aufzuziehen? Ja, kann schon sein, wobei bei einer Maske auch immer oft ins Leere greift, wenn man jetzt gerade auf diese Maskenfläche kommt. Ne? Da muss man ja immer so ein Objekt klicken, das in der Maske ist. Also so finde ich es eigentlich noch, es also geht mit um Schnelligkeit dabei. Das da gibt es ja einen Unterschied, dass du die Maske auf das Objekt legst, das heißt, du kombinierst den Vektorform oder eine Gruppe mit der Maske oder du legst eine Maske auf die Ebene und die wird dir nicht in den Weg kommen. Das ist eine interessante Art zu arbeiten. Kann schon vielleicht sein. Muss ich mich vielleicht anschließend mal versuchen reinzudenken. Aber hier finde ich einfach ganz schön, dass ich hier mein Format immer beliebig verändern kann. Genau, ja. So, also das kann ich halt größer und kleiner machen. Es geht einfach, also ich finde, es geht wahnsinnig schnell, diese vier Balken dahin zu setzen. Ja, du bist halt super flexibel, ja. Eben, ich kann das dann auch plötzlich, es kann auch passieren, dass ich denke, das ist jetzt nur ein kleiner Teil von der Szenerie, dann reiße ich sie ganz auf oder mache da so ein Landscape raus. Dann kommt hier noch irgendwie was anderes hin. Also da halte ich mich ganz gerne sehr flexibel. Also ich bastel dann hier so drumherum, spiele hier an den Ohren, mache hier so Elemente dran, mache die dann auch wieder weg, denke, das ist so besser. Und hier sieht man auch schon, wenn ich das so im Nachhinein betrachte, hier versackt so ein bisschen. Da höre ich dann auf und denke mir, ach Gott, da weiß ich gerade nicht weiter. So. Bleib dann stehen, aber ich habe ja noch so andere Ansätze. Ich will dann woanders weiter.
Hier beispielsweise. Ach, cool. Baue ich diese Figur mal nach. Gefällt mir dann nicht so, gehe ich dann auch wieder weg und finde sie vielleicht später nochmal. Hab dann hier aus so einer anderen Seite dieses Charaktergebilde hier hergeholt. Kann man das hier vielleicht irgendwann, das auch aus einer anderen Seite geholt, ist total in der Mache. Also hier kann wirklich noch alles verändert werden. Hier waren auch schon so verschiedene Gesichter, die ich ausgetauscht habe. Spring dann so. Also ich bin dann auch ein bisschen ungeduldig und wenn ich von einer Sache nicht weiterkomme, springe ich zur nächsten. Irgendwie ja. So. Hier habe ich irgendwie so eine Szenerie, die passt mir noch nicht ganz, aber die werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Die kann ich dann auch rauskopieren und die wandert immer mit, also kann immer mitwandern und verändert sich dadurch immer wieder. Also es sind wirklich sehr, sehr viele mögliche Bildideen in der Schwebe. Hier irgendwie auch so eine Szenerie. Und hier habe ich dann wieder eine neue Zeichnung angefangen. Also vieles das funktioniert nicht. Und ist einfach stark. Erzeugt auch ein bisschen Frustfaktor, aber auch nicht zu viel, weil ich ja weiß, aufgrund des Filmmaterials wird schon irgendwas wird schon passieren. Also, es kann auch ganz viel für die Tonne sein und im Nichts enden. Aufgrund der Masse wird schon irgendwie was bei rauskommen, notfalls. Das ist eine super Einstellung. Du machst dir da überhaupt keinen Druck, das finde ich total erfrischend. Naja, ich habe auch keinen Auftraggeber, der mir Druck macht. Das ist ja der große Vorteil hierbei auch. Ja, du machst den ja auch. Wenn es versandet oder wenn ein Bild nicht zustande kommt, dann gibt es auch immer noch genug andere Bilder. Mhm. Wenn ich eine Ausstellung habe, auf der ich Holzdrucke zeige, kann ich auch immer natürlich meine alte Bilder zeigen. Also ich kombiniere die natürlich dann immer ganz gerne mit neuen Bildern, aber es ist auch genug altes Material vorhanden. So, hier habe ich mich dann wieder dieser Idee zugewandt und dann entschieden. Also ich komme ja auch ein bisschen aus dem Grafikdesign, visuelle Kommunikation studiert. Mhm. Und deswegen ist natürlich auch immer die Idee, Schrift als Gestaltungselement mit einzubauen da. Und vorhin habe ich ja auch schon über das Japanische und Russische geredet, was ich ganz gerne einbaue. Und hier fand ich, das ist irgendwie so eine etwas verrückte japanische, oder könnte ich mir ja so als japanische Stimmung vorstellen. Ja. Indem ich hier auf Japanisch gucke, was verrücktes Pferd heißt und das dann hier einbaue mit den entsprechenden Zeichen. Also daran sieht man auch schon, also ich lege jetzt nicht sehr viel Wert darauf, dass hier eine große Botschaft mit dem Bild zu verbreiten, sondern es ist in erster Linie ein Gestaltungselement und natürlich auch, wie vorhin schon erwähnt, ein Merkwürdigkeitsverstärker. Also oftmals steht da nur eigentlich, also tatsächlich steht oftmals noch was da zu sehen ist. Hier würde jetzt verrücktes Pferd stehen. Das bedeuten auch die japanischen Schriftzeichen, oder? Ja, genau. Okay. Ich habe da auch schon eine Frage. Ich bin leider nicht so richtig Fremdsprachenbegabt, muss man sagen. Ich habe mich reingedacht auch in das Japanische. Ich weiß auch, dass das eine sehr komplexe Sprache ist, die auch aus mehreren Sprachsystemen besteht, aus den Silbensprachen und aus den Logogrammen, aus den Kanjis. Ja. Sehr faszinierend auch, das wäre nochmal so ein ganz anderes Thema, mich zu beschäftigen. Aber für mich sind es, wie gesagt, Gestaltungselemente und ich nehme mir dann auch die Freiheit, mit dem Russischen auch sehr gerne, mit diesen Buchstaben so ein bisschen zu spielen, auch die so ein bisschen zu variieren und die noch in einfachere Formen zu verwandeln. Ja, zu reduzieren nochmal. Auch nochmal zu reduzieren und ja, also gerade mit den kyrillischen Buchstaben geht das ganz wunderbar, dass ich die nochmal so ein bisschen meinen Bedürfnissen anpasse. Mhm. Wobei dann die Lesbarkeit auch oftmals sehr stark leidet. Sagen mir das meine die Leute, die Russisch kennen, Bekannten und Freundeskreis auch. Aber sie nehmen es ja wohlwollend auf und finden es auch meistens, dass es eine ganz okay Sache ist, damit umzugehen. Okay. Ja. Also. Hier sieht man, das Feintuning, das kann immer sehr lange dauern auch. Man denkt immer gar nicht, in welchem Missverhältnis das zur Anfangsarbeit steht. Das tatsächlich so diese ganz kleinen Sachen, wo hier wirklich doch nochmal so ein Schriftzeichen oder so ein Element nach links oder rechts ein paar Millimeter verschoben wird, das kann sehr lange dauern. Ist eine Frickelarbeit, die ich aber auch ganz gut finde. Also das ist auch so eine Art Eintauchen dann in so eine Gestaltung. Und dann kann ich hier auch gerne bis Mitternacht an meinem Computer sitzen und hier millimeterweise kleine Objekte nochmal nach links oder nach rechts schieben, bis ich denke, das sitzt jetzt so. Und dann aber auch irgendwann mal abschließen und einen Druck draus machen, weil wenn ich dann noch länger dran sitzen würde, dann würde mir schon wieder was auffallen, was mir nicht gefällt. Also ab und zu muss ich dann auch sagen, ich würde mal sagen, hier bei dem Teil ist es auch so.
dass das jetzt ein Holzdruck wird. Das ist nicht gemacht, aber ich denke mal, den sollte ich jetzt machen. Den werde ich diese Woche noch anfangen. Mhm. War spannend. Denn, genau, den darf ich jetzt auch nicht stehen lassen, sonst will ich wieder was verändern. Und sonst kommt ich wieder nicht voran. Also sie müssen auch dann ein bisschen so runtergearbeitet werden, die Sachen. Ja. Ich habe da eine Frage für dich von Serki, der fragt, wie verdienst du denn dein Geld? Verkaufst du die Bilder? Ja, durchaus. Also ich habe verkauft die. Ist allerdings auch nicht meine Haupteinnahmequelle. Ich arbeite auch als Illustrator. Mhm. So 50-50 würde ich. Und du machst auch, du hast auch Ausstellungen, wo du dann deine Bilder verkaufst, oder? Ja, schon, aber könnten ja immer mehr sein. Also das reicht jetzt noch nicht so ganz zum Lebensunterhalt. Geht ganz gut, kann ich mich nicht beschweren, aber als Illustrator muss ich schon auch noch dazu arbeiten. Und wo verkaufst du deine Sachen? Wo könnte man die bekommen? Es gibt mehrere Galerien, bei denen ich vertreten bin. Ich kann da gerne mal zwei nennen. Das ist einmal die White Grid Galerie in Berlin und die Jörg-Heitsch-Galerie in München. Mhm, okay. Also da gerne mal gucken. Genau, kann man auch im Internet. Ich weiß nicht, wie schnell Tim da ist, aber vielleicht kann er das, vielleicht findet er das. Und sag's nochmal bitte. Jörg Heitsch Galerie in München und White Grid Galerie in Berlin. White Grid Galerie, okay. Genau. Vielleicht noch Feinkunst Krüger in Hamburg, wäre auch noch ganz nett zu erwähnen. Du bist überall gut verteilt in Deutschland. Ja, also das Tolle ist ja, dass ich immer auch in der Auflage drucke. Das heißt, ich habe von jedem Bild ungefähr 8. Ja. Ich mache mal eine Auflage von 8. Es gibt ein paar mehr, das sind noch die sogenannten Artist Proofs, die darüber hinausgehen. Aber eigentlich peile ich immer eine Auflage von 8 an. Und deswegen kann ich die natürlich ganz gut verteilen auf verschiedene Galerien und bin dann nicht nur, wenn ich bei einer bin, ist dann schon das ganze Material aufgebraucht. Ah ja, danke schön, Tim. Die Links sind im Chat. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich schaue nachher auch mal auf. Und dass du so eine geringe Auflage hast und wie du das da, wie du diese Holzschnitte machst, ich hoffe, da kommen wir auch noch dazu, weil das finde ich unglaublich faszinierend. Okay, kommen wir zu. Ich dachte auch, das wollte jetzt ein bisschen schneller durchlaufen. Das ist natürlich. Okay, also hier wäre auch nochmal so ein Beispiel von, verändert sich immer so ein ganz bisschen was, immer so ein bisschen der Gesichtsausdruck, bis ich mir irgendwann denke, aber das ist jetzt auch wieder so einer, der ist erstmal so zur Seite geschoben. Also dieser hier wird gemacht. Mhm. Okay, aber ich komme jetzt mal, ich mache es jetzt mal tatsächlich ein bisschen konkret und komme zu einem Holzdruck, den ich gemacht habe. Also hier sieht man schon eine Zeichnung, die habe ich jetzt auch ausgewählt, weil die im Vergleich zu den anderen nicht ganz so kryptisch ist. Also es ist auch schon kryptisch und nicht ganz ausgearbeitet, aber sie war schon von vornherein so ein Anhaltspunkt für mich für eine Bildkomposition. Mhm. Also mit so einer Figur hier in der Mitte, der auf so einer Bühne steht und dann noch so ein bisschen weitere Protagonisten braucht um ihn herum. Super. Was für mich dann auch Anlass ist, dann noch so weitere Zeichnungen zu starten, um das Bild zu füllen mit Figuren. Wobei ich bei dieser Figur sagen muss, die ist auch schon mal aufgetaucht in einem anderen Druck. Es könnte durchaus passieren, dass eine Figur auch noch mal ein zweites Mal auftaucht. Ah, das ist aber auch spannend. Das ist, glaube ich, noch nicht passiert, aber ein zweites Mal kommt, wenn ein Charakter gut passt, kriegt er noch mal einen Auftritt. Noch mal in einem anderen Bild. Genau. Hier dachte ich, also weiß ich nicht, also das kam irgendwie hier dieser Glibberblock als Charakter zustande. Den fand ich irgendwie so ganz okay, so, gerade so als Bühnentier präsentiert wird. Also diese Komposition ist irgendwann aus diesem Ursprung heraus entstanden, auch über lange Zeit, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, das hat sich über Monate entwickelt. Aber da so etwas wirklich parallel stattfindet, gut, muss ich nicht nochmal sagen. Auch wegen des Workflows, du musst ja auch die Drucke trocknen lassen, ja, du kannst ja nicht einfach am Stück durcharbeiten. Das kommt jetzt gleich. Also das hier ist jetzt die Vektorgrafik dazu, muss man sagen. Also die ist aber auch nochmal, du hast da nochmal ziemlich dran gearbeitet, ja. Also die Komposition hat sich schon verändert. Also in dem Workflow von Skizze zu Vektorzeichnung. Das ist ganz ausgearbeitet. Und erst wenn es soweit ausgearbeitet ist, wird ein Holzdruck draus gemacht. Mhm. Hier habe ich dann, wenn ich hier mal so rüberfahre, das ist der Holzdruck. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen verblüffend auch, weil der dem wirklich sehr ähnlich sieht. Ne? Das liegt jetzt natürlich auch am Monitor. Wenn man jetzt das Original sehen würde, würden natürlich die Unterschiede sehr deutlich werden. Ist es eine ganz andere Oberflächenstruktur? Also die Oberflächenstruktur ist... man sieht die Druckqualität. Ja. Abwechslungsreicher. Mhm. Dazu kommt, dass die einzelnen Farbflächen einen anderen Glanzeffekt haben. Die erste Farbe, die hier gedruckt wurde, das Gelb,
das geht noch so richtig ins Papier rein und erzeugt eine matte Oberfläche. Bei der zweiten Farbe geht es dann schon nicht mehr so ganz stark ins Papier rein, das ist dann schon so ganz leicht glänzend. Mhm. Bei der dritten Farbe wird es dann schon deutlich glänzend und spätestens bei der vierten, also oder beim letzten Farbauftrag, beim schwarzen, glänzt es dann, bekommst du richtig so einen lackigen Charakter, dann glänzt es schon so richtig stark, dass man sich fast drin spiegeln kann. Das ist sehr leider nicht so zu erkennen. Wenn mal jemand die Gelegenheit hat, ein Original zu betrachten, würde mich natürlich sehr freuen. Ja. In Düsseldorf übrigens ist eine Ausstellung, falls jemand aus Düsseldorf zuschaut. In einer Woche Dienstag im Malkasten in Düsseldorf. Ist eine Gruppenausstellung von verschiedenen Holzschnittkünstlern. Da gibt es natürlich die üblichen Corona-Beschränkungen, also so stückchenweise Einlass. Aber es gibt auch einen großen Gartenbereich, wo man sich so ein bisschen verstreuen kann. Also wer Lust hat, dazu kommen, würde mich sehr freuen. Bist du mit dabei? Bist du mit dabei als Aussteller? Ich auch dabei, genau. Ah, super, na, das ist ja wunderbar. Gibt es diesen Holzdruck hier zum Beispiel zu sehen? Der ist nämlich ganz nett. So, und jetzt komme ich mal dazu, wie der entstanden ist. Also von dieser Grafik hier, von dieser Vektorgrafik hier ausgehend, die wird zunächst einmal, mache ich alle Flächen weiß und die Konturlinien stelle ich auf die dünnste Konturliniendicke, 0,25 Punkt sind das. Und dann habe ich hier das Ganze als Strichzeichnung. Ja. Und das drucke ich mir dann aus in der Originalgröße, die der Holzdruck haben soll. Das ist in dem Fall, waren es 100 mal 70 Zentimeter. Also am Ende überlege ich mir auch, wie groß der Holzdruck werden soll. Und es ist ja schwieriger, ganz klein zu schnitzen, als groß zu schnitzen. Deswegen habe ich natürlich ganz gerne große Formate. Nicht jedes Bild eignet sich dazu. Bei dem hier war es eigentlich ganz wunderbar, diesen Meter mal 70 Zentimeter auszunutzen. Das entspricht auch ungefähr der Walzengröße von meiner Druckpresse. Mhm. Also, dann mache ich hier dann mache ich das zu so einer Strichgrafik. In diesem Schritt ist es, dann sieht man ja tatsächlich auch, du kannst ja nicht mit Masken arbeiten oder mit Effekten, weil du ja tatsächlich die Konturlinie brauchst. Die brauche ich, genau. Jetzt geht es ins Handwerkliche über, praktisch. Jetzt muss das alles ganz analog sein, genau, und ohne Effekte. Sehr spannend. Also, das muss dann natürlich gedreht werden. Dann habe ich spiegelverkehrt. Ah, okay. Und so wird es dann ausgedruckt. Und hier zeige ich mal, wie das dann ausgedruckt aussieht. Also, ich habe natürlich nur, wie fast alle, einen DIN A4-Drucker. Und ich stelle den Drucker dann so ein, also zwar auf 1 Meter mal 70 Zentimeter, aber man kann ja so mehrere Druckbereiche einstellen. Mhm. Ich kann das hier so auf 12 DIN A4 Blätter, die so leicht überlappend sind, einstellen und druck das dann so aus und klebt das dann anschließend auf Millimeterpapier so zusammen, dass ich das hier praktisch die Zeichnung dann in 70 mal 100 Zentimeter ungefähr habe. Und das kann ich jetzt auf meine Holzplatte übertragen. Das pause ich einfach durch. Also das lege ich drauf auf meine Holzplatte, lege dazwischen Matrizenpapier, also so Pauspapier und zeichne es durch. Das heißt, du musst alle Linien einmal nachzeichnen mit Matrizenpapier. Und das Matrizenpapier, hast du das auf der Rolle oder sind das auch A4-Bögen? Nee, das sind auch die A4-Bögen, die lege ich da so drunter. Die kann man auch mehrfach benutzen. So. Und dann habe ich das hier auf die Holzplatte gezeichnet. Das ist eine Pappelholzplatte, das ist jetzt aufgezeichnet. Und da sind auch schon die ersten Teile herausgeschnitten aus der Platte. Und zwar alle, hier habe ich nochmal die Grafik dazu, alle Teile, die weiß bleiben sollen. Also alles, was weiß bleiben soll, das ist ja praktisch der Urzustand des Papiers. Das Papierfarbe. Die müssen erstmal herausgeschnitten werden. Da kommt dann keine Farbe hin. Mhm. Und dann wird die erste Farbe gedruckt. Das ist dann gelb. Und dann sieht das Papier erstmal so aus. Also hier spiegelverkehrt natürlich. Und es muss auch nicht vollkommen, die ganze Fläche muss auch nicht vollkommen eingewalzt werden, weil jetzt natürlich nur alle Teile relevant sind, die auch am Ende gelb bleiben sollen. Mhm. Die so stückchenweise gelb eingewalzt. Das ist jetzt immer so die ganzen Zwischenschritte abfotografiert. Das hast du cool gemacht. Das sieht man super, den Workflow. Da frage ich mich. Genau, und dann anschließend werden, das geht dann so Stück für Stück, dann werden alle Teile herausgeschnitten aus der Platte, die gelb bleiben sollen, aber die nächste Farbe gedruckt, rot. Genau, da hast du ja, das nennt man verlorenen Schnitt, richtig? Richtig, genau, das ist der verlorene Schnitt. Genau. Das heißt, du hast nur diese eine Platte, du musst dir vorher auch genau überlegen, wie hoch die Auflage ist, weil du kannst nie zurückgehen und mehr davon machen. Richtig, genau. Sobald ich hier die erste Auflage gedruckt habe mit der gelben Farbe, ist die Höhe der Auflage gesetzt.
dann geht nichts mehr darüber hinaus. Dann müsste ich höchstens am Ende nochmal von vorne anfangen. Ja, das macht das ja auch kostbar. Ja, das macht das ja auch irgendwie, da ist irgendwie so ein philosophischer Gedanke dahinter, dass es jetzt, das gibt nur das und das andere, das ist verloren, das kann nie wiederkommen. Das stimmt, somit kann ich dann noch eine gewisse Exklusivität garantieren, ja, und sagen, es gibt nur 8 Stück und darüber hinaus ist es eigentlich, man kann die Auflage nicht vergrößern, weil die Platten dann ja ruiniert sind. Also die wird ja immer weiter reduziert hier von Druck zu Druck. Hier sind ja nicht mehr nur alles weg, was weiß ist, hier ist dann auch noch alles weg, was gelb ist und so weiter. Mhm. So, und von dieser Stelle an, jetzt wäre der nächste Ton rosa und dann noch schwarz, die 2 fehlen noch. Und da habe ich jetzt hier angefangen, Clips zu machen. Und die zeige ich jetzt mal dazu. Also dann geht das hier praktisch jetzt. So. Okay, das ist jetzt tatsächlich nicht das Bild, das ich gerade gezeigt habe. Hier geht es eigentlich nur ums Ausschneiden. Mhm. Da nimmst du einen ganz normalen Cutter, also, oder? Dann nimmst du da einen ganz normalen Cutter, so ein Teppichmesser. Richtig, das ist eigentlich so ein Teppichmesser. Ich habe, man kann natürlich auch ganz tolle, teure japanische Messer mit ganz harten Klingen nehmen, aber ich finde es fast nicht verhältnismäßig, denn ich benutze auch Pappelholz, das ist ziemlich weich und deswegen reicht so ein Messer eigentlich. Mhm. Und wenn es nicht mehr scharf ist, kann ich die Klinge abknicken. Ja. Das geht einfach sehr schnell. Und die anderen Messer, die muss man manchmal recht kompliziert schleifen oder sogar schleifen lassen. Mit einem Stein, und Wasser. Genau, tolle Messer, die sicherlich auch gerechtfertigt wären, wenn man sehr hartes Holz hätte. Aber dieses Pappelholz, das ist einfach weich genug, dass man damit so einem einfachen, dünnen Teppichmesser wirklich sehr gut arbeiten kann. Also ich habe es mir angewöhnt. Also möglichst diese kleinen, damit die sich so ein bisschen besser in der Hand drehen können. Mit den großen geht es auch, aber eigentlich reicht es. Man sieht, also diese Platten sind 8 mm dick. Mhm. Die müssen eine gewisse Dicke aufweisen, weil ich muss ja auch ein bisschen eine Tiefe reinkriegen. Man kann die so schichtweise abtragen. Wenn ich die erste Schicht abtrage, das sind meistens bei einer 8 mm Platte 4 Schichten a 2 mm übereinander gepresst. Wenn ich die erste raushebe, ist es eigentlich schon ausreichend. Und das machst du auch mit dem Teppichmesser. Das überrascht mich, weil was ich bis jetzt gesehen habe, war, dass man die großen Flächen mit einem Meißel abträgt, beziehungsweise mit einer Platte. Das kommt gleich. Nee, ich mache natürlich nur diese Außenritze mit dem Messer. Die Konturen, ja. Die Konturen, genau. Und die hältst du dann auch so ein bisschen schräg und... Ach so, das stimmt. Das ist jetzt, weil ich jetzt hier gerade geschnitten habe, sieht man das nicht, weiß, worauf du hinaus willst. Aber es ist so ein bisschen schräg gehalten, Also genau, hier war jetzt der Beitel, den du meintest, der ist jetzt zum Einsatz gekommen. Und wenn ich jetzt hier eine freie Linie schneide, dann ist es tatsächlich gut, das habe ich leider nicht als Filmchen zu sehen, wenn man das Messer sehr schräg hält, insbesondere bei sehr dünnen Linien, dass ich noch so eine Stabilität im Holz habe, dass es mir nicht so leicht wegbricht. Dieses Pappelholz bricht manchmal auch ziemlich leicht weg. Das muss man dann entweder in Kauf nehmen und sagen, das gehört zum Charakter eines Holzschnittes. Oder auch, wenn zu viel weggebrochen ist, kann ich es natürlich auch wieder reinkleben mit Holzleim. Okay. Also ich möchte die Fehlerhaftigkeit schon ganz gerne haben, aber die darf auch nicht zu stark sein. Die darf auch nicht zu schwach sein. Die muss auch in so einem sehr ausbalancierten Bereich sein. Mhm. So, dann geht's nach dem Schnitzen rüber in meinen Druckraum. Da hast du ja einen sehr großen. Sieht man schon, hier wird die rosa Farbe vorbereitet. Hier habe ich meine Farbtöpfe. Das sind Offset-Druckfarben übrigens, Ölfarben. Ach, du drückst mit Ölfarbe. Genau. Okay. Also für Ölfarben habe ich mich irgendwann entschieden, weil es einfach die höhere Wertigkeit ist. Ja. Die reflektieren das Licht einfach am besten. Es sieht einfach, die scheinen mehr. Das ist einfach eine viel leuchtende Farbe. Da musst du ja auch nicht auf die Reihenfolge der Farbe achten. Das heißt, du könntest ja gelb auf schwarz drucken. Ja. Nicht unbedingt. Also sobald ich Deckweiß reinmische, geht das meistens, dass ich das nicht über Schwarz drucken kann. Ganz oft drücke ich Blau. Also Deckweiß in eine Farbe reinfügen ist natürlich auch mal heikel. Das bekommt dann ja oft so einen Mint-Charakter, den ich nicht so gerne mag. Aber wenn ich ins Blau mische, kriege ich ein Hellblau einfach, so ein schönes Himmelblau. Das kann ich auch ganz gut über Schwarz drucken. Das geht schon. Also das mache ich dann auch oftmals. Aber sonst ist meistens auch... Rosa würde es wahrscheinlich auch gehen. Das habe ich zwar noch nicht gemacht, aber da wäre auch so viel Deckweiß drin, dass ich das wahrscheinlich auch locker über Schwarz drucken könnte. Okay. Aber gut, also hier mische ich dann die Farben auf einer Glasplatte
mit so einem ganz einfachen Spachtel. Mhm. Und genau, hier kann ich austesten, wie die Farbe werden soll. Manchmal mache ich auch noch mal so einen Probedruck und stelle dann fest, dass es jetzt ein bisschen zu hell oder zu dunkel, dann kann ich nochmal nachmischen. Und die Menge an Farbe reicht auch für alle 8 Drucke? Ja, meistens schon. Also ich habe das inzwischen, da ich das ja so ein paar Jahre mache, im Gefühl, welche Farbmenge ich ungefähr brauche, dann reicht das. Ja. Ein bisschen Farbe behalte ich mal ganz gerne über, falls ich am Ende nochmal vielleicht eine kleine Korrektur machen muss. Also eigentlich reicht es und in der Regel bleibt nicht sehr viel Farbe über. Die Kerstin hat eine Frage, verkaufst du auch die Platten oder bleiben die bei dir oder werden sie vernichtet? Und ich glaube, das ist ja der Punkt mit dem verlorenen Schnitt. Die Platte ist am Ende ja leer. Ja, ja, das stimmt. Muss ich fast alle 3 Sachen mit Ja beantworten. Also, obwohl inzwischen schmeiße ich die tatsächlich nicht mehr weg, weil es eine Nachfrage gibt. Irgendwann ist natürlich hier mein Raum zu klein geworden mit den vielen Platten. Ja. Sind da jetzt, was weiß ich, wie viel, also bestimmt über 300 Holzdrucke habe ich inzwischen. Und wow. Da kann man sich vorstellen, welches Volumen die Platten einnehmen. Also ich habe die dann auch anfangs immer alle weggeschmissen, regelmäßig. Aber wie gesagt, es gab durchaus Nachfragen. Dann wollen dann Leute gerne die Platte dazu kaufen. Das ist ein Ding. Und tatsächlich sehen die auch manchmal... Ein Sammlerwert. Genau. Sie verkauft die jetzt tatsächlich auch auf Ausstellungen. Und in Ausstellungen hänge ich die auch ganz gerne noch mit dazu. Mhm. Ah, das ist eine tolle Idee. Und habe vielleicht auch selber erst die Wertigkeit dieser Platten entdeckt und erkannt. Habe ich irgendwie lange Zeit nicht so gesehen. Aber sind schon interessant, ja. Ja. So, das war das Farbenmischen. Dann kommt das die nächste Stufe, das Einwalzen. Genau. Jetzt sieht man natürlich, dass ich hier eine gewisse Tiefe haben muss in den Bereichen, in denen das Holz weggeschnitzt ist, damit natürlich nicht zu viel Farbe hier in diesen Bereich gerät, der nicht mitgedruckt werden soll. Nur jetzt hier diese erhabenen Stellen gedruckt werden. Wenn so ein bisschen was mitgedruckt wird, ist das, wie gesagt, auch natürlich willkommen, damit es nicht allzu sauber aussieht. Aber auch hier möchte ich es immer ganz gerne noch so ein bisschen in Grenzen halten. Also da passe ich auf, dass ich hier zu tief schnitze, aber auch nicht zu tief raushole, dass es jetzt so ganz sauber bleibt. Das soll sich dann ja auch noch so ein bisschen, soll noch so ein bisschen nach Holzdruck aussehen. Dann nochmal 2 Meter weiter rüber nach links steht dann die Druckpresse. Hier sieht man den Druck auch schon in diesem Zustand mit den 2 Farben, gelb und rot, sind da bereits drauf. Und dann gehe ich jetzt darüber und lege das. Vorher habe ich hier noch so eine Anlegeschiene, also so eine Anlegeplatte hier hingebaut, die ist fest verbunden auf dem Druckschlitten. Mhm. Und dadurch habe ich, wenn ich die mal anhalte, die Möglichkeit, meine Druckplatte hier im 90-Grad-Winkel exakt anzulegen auf das Bild, damit ich bei jeder Farbe natürlich die Passergenauigkeit habe. Mhm. Also somit sind wirklich alle Farben ganz exakt übereinander. Wobei es ganz kleine Abweichungen geben kann, die dann auch wieder willkommen sind, weil das dann auch so ein bisschen unsauber ist. Die sollten aber für meinen Geschmack nicht größer als 0,5 Millimeter sein. Ja. Aber das geht meistens. Also dieser Winkel ist hier vollkommen ausreichend, um das sehr passgenau hinzubekommen. Also, das ist doch eine schöne alte Druckerpresse, die du da hast. Ja, die ist gar nicht so alt. Die habe ich sogar relativ neu. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, aber ich glaube, die ist... Und da hinten im Hintergrund, da sieht man, wo du deine fertigen Drucke ablegst, richtig? Das ist der Stapeltrockner, genau. Mhm. Genau, ist alles so in einem recht kleinen Bereich. Der Sir Eckley fragt, wie lange dauert es denn, bis die Farbe trocken ist? Bis es zu spät für den nächsten Druck ist? Da das Ölfarben sind, trocknen die teilweise sehr langsam und da ich die auch sehr dick auftrage. Also es kommt durchaus vor, oder eigentlich trocknen die eine Woche, kann ich sagen. Mischst du da auch ein Medium mit rein, damit es schneller trocknet, oder lässt du das ganz natürlich? Habe ich mal gemacht, aber inzwischen lasse ich es ganz natürlich trocknen. Also dann dauert es eine Woche. Das Medium, mache ich eigentlich gar nicht mehr. Also eine Woche trocknet es ungefähr. Mhm. Da sieht man auch mal wieder, dass ich eigentlich gar keinen Zeitdruck gebrauchen kann. Das dauert dann halt ziemlich lange, bis so eine Auflage durch ist. Aber es sind ja auch immer mehrere gleichzeitig in der Mache. Also während das hier jetzt hier bei dem Bild jetzt gerade 3 Farben gedruckt sind, gibt es wiederum andere. Da ist dann erst eine gedruckt oder noch eine andere Auflage. Da wird dann schon die letzte Farbe gedruckt und so. Also kontinuierlich entsteht eigentlich immer wieder
neues Material und ich habe da wenig Eil. Also vor Ausstellung manchmal möchte ich schon ganz gerne auch neue Sachen zeigen, dann lege ich schon mal einen Zahn zu, aber eigentlich läuft das ganz gemütlich ab. So. Silvi fragt gerade, wie ist denn der Druckprozess von Holz auf Holz? Wird das auch durch die Druckerpresse gefahren? Ah, okay. Habe ich auch schon mal gemacht, tatsächlich. Hat allerdings die Schwierigkeit, dass das sehr schnell aufeinander quetscht, ein Holzblatt und Holzplatte. Also das Papier hat ja den großen Vorteil, dass ich auch eine gewisse Prägung habe. Es geht so ins Papier rein und das ergibt auch eine Stabilität. Das bleibt dann eigentlich auf dieser Stelle haften. Müsste man sich vielleicht auch mal im Original angucken. Also wenn man das Blatt von der Hinterseite von hinten betrachtet, ist es richtig reingeprägt, wie der Druck da reingeht. Das ist eine sehr unebene Oberfläche danach. So, aus der Perspektive, mal das abziehen. Da wird auch gerade Fritz fragt, welches Papier verwendest du denn da? Das ist auch eigentlich kein besonderes Papier. Wichtig dabei ist mir, dass es ein gestrichenes, sehr weißes Papier ist und relativ dick ist, also 350 Gramm halt ist. Das ist also sehr weiß habe ich ganz gerne, weil ich ja auch sehr strahlende Farben benutze und die kommen natürlich mit einem weißen Kontrast noch besser zur Geltung. Ist das auch immer so ein bisschen Aufregung, wenn du das Papier abziehst und schaust dir dann an, ob alles gut geklappt hat? Durchaus. Das ist ein schöner Augenblick. Also das mag ich natürlich immer sehr gerne, das Abziehen. Insbesondere die letzte Farbe abzuziehen. Kommt jetzt auch gleich. Hier wird jetzt die letzte Farbe eingewalzt, schwarz. Und hier sieht man auch schon teilweise, wie dünn das Holz hier steht. Ja. Und das ist dann schon so ein bisschen heikel mit Pappel tatsächlich. Also da mache ich es ganz gerne, dass ich hier eine Seite ausschneide, auf der anderen bleibt dann noch eine etwas größere Fläche stehen. Und diese eine Seite, da gehe ich dann mit einem Finger Holzleim auch ganz gerne mal drüber, um den zu verstärken. Mhm. Und dann schneide ich die andere Sache erst aus. Sonst bricht es mir zu leicht weg. Das ist ein guter Tipp. Das Wegbrechen passiert dann sowieso, also ein paar Sachen brechen dann trotzdem weg. Aber bei so dünnen Stegen wird es ein bisschen heikel. Und irgendwie hat sich bei mir auch so herausentwickelt, dass das häufiger vorkommt, dass ich mit so dünnen Stegen arbeite. Die Silvi ist übrigens ein ganz großer Fan von dir und sagt, ach, ich liebe einfach Romansarbeit. Und sagt, du bist ihr Idol. Das ist ja nett. Und Fritz fragt, benutzt du auch Papier von Hahnemühle? Nee. Das nicht. Aber ich weiß, dass das sehr gutes Papier ist. Aber das ist mir fast schon zu gut. Das ist mir zu edel. Ich brauche gar nicht so ein tolles Papier. So, und das ist der schöne Augenblick, wenn dann bei der letzten Farbe abgezogen wird. Oh, toll. Ach, so, großartig. Ich bin natürlich immer ganz kritisch drauf. Und wie habe ich es richtig getroffen und so? Wie ist die Fehlerhaftigkeit und so weiter? Aber hier habe ich schon beim ersten oder beim zweiten Abzug gemerkt, dass ich zufrieden mit dieser Aufgabe. So toll. Genau, dann kommt es in den Trockner und nach einer Woche ist es dann ganz trocken und dann kann ich anfangen, die Bilder aufzuziehen. Und die ziehe ich dann ganz gerne auf Holzrahmen auf. Das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber auch nicht unbedingt. Also manche möchten die auch einfach ganz gerne noch nur so als Papierarbeit in einer Glasplatte. Und dann unterschreibst du die und sagst die Auflagennummer noch und dann... Genau, da kommt dann noch diese Informationen kommen dazu, das ist jetzt Bild 2 von einer Auflage von 8, also 2 von 8, das Jahr und meine Unterschrift natürlich, das kommt immer auf die Rückseite. Beziehungsweise, wenn ich es auf einen Holzrahmen aufziehe, kommt es dann auf die Rückseite des Holzrahmens. Ja, so kann man sich das vorstellen. Das ist großartig und ich finde, das hat eine ganz andere Qualität, als wenn man es einfach nur irgendwo hätte laserdrucken lassen oder irgendwas. Da ist so viel. Ja, absolut, das macht ja das Besondere aus, also das muss man halt im Original sehen, um dann halt auch diese Materialität zu sehen und zu erfassen. Ja. Gerade wenn das dann auch auf einer Holzplatte aufgezogen ist, dann bekommt es auch so einen objekthaften Charakter. Das ist dann, und das ist eine Auflage von 8 ist, wie gesagt, ist dann auch so eine gewisse Exklusivität. Man kann das dann, es gibt das dann nur 8-mal und darüber hinaus nicht. Und wenn ich mir da jetzt den fertigen Druck anschaue und dann nochmal zurückblicke, wie du angefangen hast mit deiner Skizze in deinem Skizzenbuch, und also, welchen Weg gerne mal zurückspringen. Das ist einfach großartig. Das ist fantastisch einfach, was da am Ende entsteht. Ich bin ganz baff. Fritz sagt auch, großartige Arbeit. Daumen hoch, wirklich.
muss dann die Geduld haben, glaube ich, das einfach mal so über eine lange Zeit zu verfolgen. Ja. Und, also ich habe das jetzt auch schon häufiger erwähnt, aber ich finde es halt sehr wichtig, da überhaupt keinen Zeitdruck zu haben. Ja. Entweder wird dann Holzdruck draus oder nicht, aber es werden Zeit immer. Du hast in dem einen Video auch erwähnt, dass du, wenn du das Holz abträgst, dass du da auch so eine gewisse Wehmütigkeit hast, etwas, das ja auch eine Arbeit war, das überhaupt erst reinzuschnitzen und dann musst du es wieder abtragen, um den nächsten Arbeitsschritt zu verfolgen. Ach, geht so. Ja, ich finde auf jeden Fall, es ist so eine gewisse Waghalsigkeit dabei, diesen Druck, diese Platte so nach abzutragen. Ja, schon, aber das Nervenkitzel gehört auch dazu. Genau, also, ja. Macht ja auch Spaß. Das stimmt schon. Also es zwingt einen dazu, sehr konzentriert zu arbeiten, aber es ist natürlich auch, ich glaube, jede Tätigkeit, die dich zu einer Konzentration zwingt, ist eigentlich ganz schön, also die man jetzt sich gerne hineinbegibt, ist auch eine Art. Das ist wie eine Meditation. Ich bin ja auch ganz, ganz eingetaucht dann in diese Arbeit und vergesse dann auch zu essen. Und dann ist es das ist ja auch schön, dann auch sich darin so zu verlieren. Genau, ja. Da kann sich jeder, das geht ja mit jeder Tätigkeit, ne? Da kann sich jeder seine suchen, mit der es funktioniert. Und ich bin auch sehr froh, dass ich da was gefunden habe, wo ich mich einfach so gerne so tief rein konzentriere wie in diese Sache. Und hat sich so ergeben. Also es war, wenn ich jetzt nochmal die Zeit zurückspule, das war offenbar ein okayes Studium, das ich da gewählt habe. Und dann gab es halt dieses Heuschnittseminar und das war dann ausschlaggebend. Was für ein Glück. Ich bin dabei geblieben. Ja. Wirklich. Und jetzt mal so insgesamt von deiner Skizze bis zum fertigen Druck, wie lange dauert der Prozess? Also nehmen wir mal den Zeitpunkt, dass ich mich entschließe, jetzt aus dieser Skizze was zu machen. Das kann man wirklich schlecht sagen. Also sagen wir mal, im schnellsten Fall kann es ein Monat sein, wenn ich jetzt jede Farbe eine Woche trocknen müsste. Aber eigentlich kann es sich auch wirklich über Jahre erstrecken. Ja, Wahnsinn. Mehrere Jahre, ja. Also ich gucke tatsächlich ganz gerne auch mal in eine Illustrator-Datei in ein Skizzenbuch von 2014 meinetwegen rein. Also da kann dann auch wieder ein neuer Druck draus entstehen, dass ich denke, wieso habe ich denn das nicht gemacht, oder? Also, weil du dich auch also ich wiederhole mich jetzt auch, aber das gibt halt immer wieder neue Assoziationen zu so altem Material. Und da wiederhole ich mich jetzt auch gerne, aber es ist einfach für mich sehr wichtig, da einfach viel Material zu haben. Du kannst dich ja so oft wiederholen, wie du möchtest. Kann. Ja. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Ja. Genau. Vielleicht spielt die Ungeduld da auch eine Rolle, aber jetzt, wenn ich jetzt hake an der Stelle, dann hake ich mich da auch nicht so richtig, eigentlich auch nicht so richtig fest, sondern springe zur nächsten Idee rüber. Also ich brauche auch immer so eine gewisse Fluffigkeit im Ablauf, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, das ist aber auch gesund. Was dann immer so heikel ist am Ende, wenn es dann halt diese Millimeterarbeit ist, aber eigentlich, wenn ich denke, ach, hier weiß ich jetzt gerade nicht weiter, dann springe ich zum nächsten Projekt rüber einfach. Zwingst dich nicht dazu. Muss ich aber ganz viel zum Springen haben. Irgendwo fällt mir schon immer noch was ein, wo es jetzt gerade weitergehen könnte an der Stelle. Ja, wirklich. Wirklich großartig. Ich bin sehr inspiriert von deinen Arbeiten. Ich würde auch, glaube ich, gerne mal Holzschnitt ausprobieren. Ja. Man muss auch nicht unbedingt eine Presse haben. Man kann ja auch einfach eine Holzplatte ausschneiden. Und man muss auch keine Walzen haben. Man kann auch die Farbe mit dem Pinsel auftragen und einfach ein Blatt drauflegen und dann durchdrücken mit einem Löffel oder mit einem Falzbein. Ja. Das machen auch viele Leute, auch Profis machen das so. Manchmal geht es auch gar nicht anders, wenn man beispielsweise ein Riesenformat haben möchte. So große Druckpressen gibt es dann ja auch gar nicht. Dann kann man das dann, wenn man geduldig genug ist, so mit einem Falzbein durchreiben. Ich kenne das von den japanischen Drucken, die haben diese das ist wie so eine runde Platte mit einem Griff hinten dran. An dem vorne so, ich glaube, das ist eine Art Pflanzen, eine Art Blattpapier oder Bananenpapier oder so. Und damit wird das dann langsam durchgearbeitet. Oh, das kann sein, ja, kann sein. Da gibt es tolle Sachen, da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, muss ich sagen. Finde ich durchaus faszinierend. Grad, da gibt es auch noch für dich viel zu entdecken, oder? Ja, natürlich, wahnsinnig viel. Gerade so in den alten japanischen Holzschnitten, die finde ich faszinierend. Ja. Ich finde auch, du hast da auch ein bisschen Einfluss. Bei einigen Arbeiten sehe ich so diese Art, diese alten mystischen Dinge aus dem, was ist das, Taoismus, ist es nicht, es ist Shintoismus, diese Shinto-Geister.
da so eine gewisse Formsprache mit dabei ist. Und wir haben ja vorhin über deine Einflüsse gesprochen. Du hast ja auch von diesen Trickfilmen erzählt, die du als Kind gesehen hast, die dich da beeinflusst haben. Das stimmt schon. Also ich habe einmal bei einer Ausstellung mitgemacht, bei einer Gruppenausstellung in einer Galerie in Australien, in der Outre-Galerie. Mhm. Und da gab es ein Thema. Da war halt Yokai, heißen die. Das sind komische Geister, die in allen möglichen Formen auftreten können. Ja. Genau, dazu habe ich ein Bild gemacht. Ui. Super interessant. Da gibt es wirklich die verrücktesten Geister. Ich habe mal einen Druck gesehen von einem Geist, der sich abends in eine Wand verwandelt und betrunkene Leute auf der Straße blockiert. Also so ganz, ganz merkwürdig, wirklich. Das ist super. Das stimmt. Ja. Stimmt. Der Helmut fragt gerade, Roman, wie vermeidest du denn Störfaktoren in deiner meditativen Phase? Okay. Ich schätze mal, du hast keine. Wir wissen, dass die Leute auch. Ja. Du hast wahrscheinlich kein Handy daneben liegen oder das Social Media offen oder das Telefon auf stumm gestellt, oder? Doch, habe ich schon. Aber irgendwie weiß meine Freundin zum Beispiel auch, dass ich abends anrufe und sie mich anrufe. Das ist aber auch eine schöne Kommunikation zu sagen. Ich bin jetzt nicht verfügbar, ich melde mich. Genau, wenn ich anrufe, bin ich dann wieder verfügbar. Genau. Ja. Das ist eine gute Absprache. Und Baracke 6 fragt, was kosten denn diese Bilder? Bei dem Aufwand muss sich das ja auch lohnen, sagt er. Okay. Verschieden. Also je nach Aufwand und Druckgröße variiert das von zwischen, also es gibt auch sehr kleine, die sind so circa 24 mal 30 Zentimeter. Mhm. Da gibt es schon welche, so für, sagen wir mal, 260 Euro. Mhm. Und die ganz großen, das geht dann hoch bis zu 960 Euro. Mhm. Ja, zu Recht. Ich finde das auch. Wenn man deinen Prozess und deine Erfahrung und alles, was so hineinfließt, finde ich das einfach, das ist ein super Preis. Kann man nicht anders sagen. Ja. Vor allem ist es einfach auch so, die Wertigkeit deiner Arbeiten ist auch einfach wirklich enorm, finde ich. Da geht so viel Mindfulness, so viel Gedankenarbeit geht da rein und der Prozess dauert auch so lange. Bin wirklich entzückt von deinen Arbeiten. Ja, vielen Dank. Ja, Rudolf sagt auch, eine CNC-Fräse passt nicht zu dir. Was? Eine CNC-Fräse. Ach so. Das stimmt. Ja. Und ich finde es auch schön, dass es Leute gibt, die deine Arbeiten kaufen und die Arbeiten in dem Maße eben auch zu schätzen wissen. Ja, das ist natürlich auch toll. Dass es Leute gibt, die den Wert in der Arbeit sehen, die auch von der Kunst so entzückt sind, dass sie das Geld in die Hand nehmen und dich dafür bezahlen wollen, finde ich sehr gut. Das finde ich auch gut. Ich finde es auch gut, dass ich jetzt hier in diesem Stream so viel, also anfangs, als ich die Anfrage bekam, dachte ich ja, oh Mann, was soll ich denn da über Adobe, über Illustrator erzählen, weil das ist ja schon ein wichtiges Programm für mich, aber ich bin da jetzt nicht so ein Technik-Fan oder Freak, dass ich jetzt genau die tollsten Tricks kenne in Illustrator. Also ich weiß, dass man ganz tolle Sachen damit machen kann und dass ich da natürlich weit unter den Möglichkeiten arbeite, weil ich arbeite ja recht kuckelig mit Illustrator, so ungefähr wie meine Zeichnung, meine Holzdrucke eigentlich aus. Deswegen ist jetzt, glaube ich, auch ganz okay, dass ich jetzt nicht zeige, wie ich in Illustrator, also natürlich, weiß nicht, wahrscheinlich alle, die hier zugucken, würden schon wissen, wie man so Objekte nachbaut und Ankerpunkte konvertiert und all diese Dinge, ne? Aber das ist jetzt mehr so in die Richtung gelaufen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Da gibt es dann den nächsten Stream wieder. Da werden wieder tolle. Ich finde das großartig, wie du das gemacht hast. Weil ich glaube, genau das wollen wir auch eigentlich. Es ist die Technik in Illustrator zu kennen. Aber wie du schon sagst, du arbeitest ja wirklich mit Basic-Funktionen, mit Basic-Tools. Aber was du daraus machst, ist noch eine ganz andere Kiste. Was da entsteht, das bist ja du. Und Illustrator ist in dem Moment eben ein Werkzeug, aber deine Kreativität und deine Ideen und selbst der Prozess in Illustrator von der Skizze zu dem fertigen Bild ist ja nochmal, das bist ja alles du. Ja? Das ist ja nicht das Vektorwerkzeug oder irgendein Trick, sondern das sind ja deine Gedanken und deine Ideen und deine Kreativität. Und das finde ich spannender, als wenn ich jetzt einfach nur zeige, schau mal, das ist das Breitenwerkzeug, damit könnt ihr tolle Sachen machen. Das, was du da zeigst, das ist das, was, glaube ich, so faszinierend ist, deine Kreativität. Ja. Von daher ist das alles ganz wunderbar. Vielen Dank.
Und Kerstin sagt auch ganz faszinierend, wie unterschiedlich die Programme genutzt und eingesetzt werden. Und Fritz sagt, hat sich heute absolut gelohnt. Vielen Dank an dich, Roman. Und Andrea sagt auch, das mit der Wertigkeit stimmt absolut. So spannend zu sehen, wie das entstanden ist. Und Kathi stimmt mir zu, eben das Programm kann allein nicht alles machen. Das reicht ihm nicht. Und Silvi bedankt sich auch für dich, dass du da warst und für die Einblicke in deine tolle Arbeit. Ja, vielen Dank für das tolle Feedback. Das freut mich natürlich sehr. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, vielleicht beim nächsten Stream, ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal kommst. Das war ein super erster Einblick in deine Arbeit und in deinen Workflow, aber ich finde es trotzdem noch immer spannend, was du da machst. Und vielleicht hast du ja Lust, irgendwann mal wiederzukommen. Ich glaube, ja, das Interesse wäre da. Wobei sich dann wahrscheinlich an meiner Arbeitsweise auch nicht viel verändert hat. Also da behalte ich schon eine gewisse Kontinuität in dem, wie es abläuft. Ja. Aber vielleicht ist es ja dann, erzähl es nochmal auf eine andere Weise oder hab dann nochmal andere Bilder. Das kann natürlich sein. Also, ja. Ich gerne nochmal. Ich finde, die Stunde, die ging jetzt auch wie im Flug rum. Nicht wahr? Hätte ich gar nicht gedacht. wie lange wird das dauern? Aber es ist echt jetzt, es ist 12 Uhr. Ja. Thomas sagt auch, das war heute mal was ganz anderes, was Besonderes, Adobe Analog. Genau, es war analog, digital, analog und ein faszinierender Workflow. Silvi sagt, ja, bitte nochmal. Sie wird sich, glaube ich, auch den Stream nochmal anschauen. ein wahrer Künstler, sagt Rudolf, und das finde ich auch. Vielen Dank für den klasse Stream, sagt Andreas. Vielen Dank von Fritz. War so toll. Herzlichen Dank, sagt Kerstin. Also hier kommt ganz viel Dankbarkeit aus dem Chat für dich. Freut mich sehr. Ein interessanter Mensch, der Roman, interessante Herangehensweise. Ich finde es auch, ich finde dich als Persönlichkeit, als dich als Mensch und deine Ideen und Kreativität finde ich unglaublich spannend und freue mich, dass du heute da warst und das alles mit uns geteilt hast. Vielleicht hast du noch. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, war uns eine Freude. Vielleicht möchtest du noch irgendwelche abschließenden Worte oder? Vielleicht gerne nochmal auf diese, wenn jemand in Düsseldorf ist, nächsten Dienstag gerne vorbeischauen. Im Malkasten, also wer in Düsseldorf ist, kennt ihn wahrscheinlich auch. Da ist eine glaube ich, ganz nette Gruppenausstellung mit Druckern. Ja, super. Da haben alle die Möglichkeit, nochmal mit dir zu sprechen. Das auch. Und sich das alles nochmal in Original anzusehen. Ich wünschte, ich könnte da sein. Leider bin ich weit entfernt von Düsseldorf. Wo bist du? Ich bin in Magdeburg. Ach, okay. Ja, gut. Dann nochmal vielen Dank an dich, Roman. Für alle euch im Stream, wir haben bald wieder einen Portfolio-Stream. Ihr habt die Möglichkeit, eure Portfolios im Discord-Channel in den Portfolio-Channel zu posten und wir haben dann bald einen tollen neuen Gast, der sich das ansehen wird und euch Feedback gibt zu eurer Arbeit. Und ansonsten danke, dass ihr heute mit dabei wart zum 70. Stream heute. Das war ein wunderbarer Jubiläums-Stream, finde ich. Und wir sind morgen wieder für euch da mit der Melanie und wenn ihr Lust habt, später um 1 mit Toni Hammer. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Super, danke. Tschüss. We'll be right back.